whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute möchte ich Ihnen die Brennerei Ben Riach vorstellen. Ben Riach, ja, hat ein sehr, sehr bewegtes Leben hinter sich und glänzt heute durch eine absolute Vielzahl von verschiedenen Abfüllungen, von denen ich habe mal gerade nachgeschaut, schon 19 Stück hier vor laufender Kamera probiert habe. Und was hier am Tisch steht, ist also nur ja, ein kleiner Abklatsch davon, vor allem hier als Miniatur. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass es von Ben Riach Miniatursortimente gibt, wo man sich so ein bisschen an den Geschmack von Ben Riach herantasten kann. Ben Riach ist eine vergleichsweise junge Brennerei, ist also erst 1898 erbaut worden und wurde dann gleich 1900 wieder geschlossen. Pupsi, war es vorbei. Dauerte dann bis 1965, bis wieder eröffnet wurde. Und da landete sie dann vom ursprünglichen Erschaffer, glaube ich, war nichts mehr da. Keine Ahnung, die Geschichte verläuft sich da so ein wenig. Landet sie bei der großen Glenlivet Distilling Company Limited. Die haben sie dann 1978 an Seagram's verkauft. Und Seagram's entwickelte sich damals zum größten Spirituosenkonzern der Welt. Ja, 1985 hat man dann die Produktion verdoppelt und das war dann schon erstaunlich, denn da war ja die große britische Rezession noch gar nicht mal so wirklich vorbei. Aber die kanadischen Seagram's, die drückten da schon kräftig drauf, weil die britische Rezession war eine britische Rezession und auf den Exportmärkten ging schon wieder was. Und wofür ging was? Ja, vor allem für den Chivas Regal. Und für die gab es, ich glaube, gab es vier oder sechs Brennereien, die immer paarweise gegenseitig Ersatz stellen konnte. Man hatte wohl Angst vor einem Feuerchen in der Brennerei, wobei es, ja, in den paar 60ern hat es mal bei Talisker Dachstuhl abgefackelt, aber ansonsten brennt da nie irgendetwas in den Brennereien. Ja, bei Kilchoman hat man jetzt auch den Dachstuhl abgefackelt, aber nach wenigen Wochen lief die Produktion schon wieder. So, und da hat man also mehrere Brennereien gehabt, die für den Chivas liefen, und zwar Capodonic, mittlerweile ja nicht nur geschlossen, auch abgerissen, und die hieß immer Glen Grant 2. Vis-à-vis liegt Glen Grant. Dann Ben Riach, aber auch Strathyla, Home of the Chivas, und Alta Bain hat, glaube ich, dafür auch gearbeitet. Und Braves of Glenlivet, Braval, ich glaube, die auch. Also waren es wohl sechs. Von denen sind in letzter Zeit relativ viele ja verkauft worden aus Wettbewerbsgründen und. Ben Riach wurde dann auch verkauft. Aber zunächst 1999 wurden die Floor Maltings geschlossen, wobei das ein bisschen konfus war. Ich habe die 98 besucht. Und da waren sie gerade die Floor Maltings am Renovieren und neu streichen und herrichten und so weiter. Und pupsi, 99 haben sie geschlossen. Ja, da weiß manchmal auch die linke Hand nicht, was die rechte tut. 2001 wurde dann die Brennerei an Pernod Ricard verkauft, und zwar mit der Zerlegung von Seagram's. Die haben sich zwischen Diageo und Pernod Ricard haben sie sich die doch aufgeteilt. Ne? Ich glaube, so war es. Das war es dann auf einmal mit der mit dem größten Spirituosenunternehmen der Welt, die längst überholt waren. Und Pernod Ricard hat die also gekauft und dann 2002 gleich geschlossen. Ups. Ja, also was die erlebt haben in den Jahrhunderten ist schon krass. Ne? So, aber 2004 ging es dann aufwärts, und zwar wurde die Brennerei verkauft an einen südafrikanischen Bierkonzern, die Intra Trading Corporation. Und die holte sich nun ein schottisches Urgestein, Billy Walker, und brachte die Ben Riach Brennerei wieder zum Laufen, allerdings ohne die Maltings. Und weil das dann so ordentlich funktionierte, kauften die 2008 Glendronach auch noch. Und als ob das nicht genug gewesen wäre, kauften die 2013 dann Glenglassaugh, die ja vorher wieder angefahren wurden von einem Hedgefonds, die dort das Geld investiert hatten, um die Brennerei wieder zum Laufen zu bringen. Ja, machen nicht nur böse Sachen, machen auch schöne Sachen. Ein Zeitpunkt ist vielleicht noch zu nennen: 1983 wurde der erste rauchige Whisky bei Ben Riach produziert, soweit ich in Erfahrung bringen konnte. Hier auf dem Fass gibt es nun im Prinzip zwei
mindestens zwei Serien. Und zwar einmal hier die kleinen, von denen es auch immer große Flaschen gibt. Das erste ist der Heart of Speyside. Den gibt es schon ewig lange. Das ist auch ein vergleichsweise altes Etikett. Wird auch mit 40 Volumenprozenten abgefüllt und ist der Einsteiger Single Malt ohne Altersangabe. Habe ich alles probiert. Also müssen Sie nur nachgucken. Wie gesagt, 19 Stück habe ich probiert. Die Playlist blende ich Ihnen natürlich ein. Dann gibt es den 12-Jährigen. 43 Volumenprozente. Ja, Brot- und Butterflasche. Der 16-Jährige war immer so ein bisschen die High-End-Flasche. Gab es auch mal im Whisky Club als Clubflasche. Auch 43 Volumenprozente. Ordentliches Alter, dabei immer noch im Preis vertretbar. Und dann hat man den 12-Jährigen aus dem Sherry-Fass dazu gepackt. Und die sind jetzt mittlerweile, glaube ich, alle nicht gefärbt. Und alle über 43 Volumenprozente sind auch, glaube ich, nicht kühl gefiltert. Und der Sherry-Fass hat hier 46 Volumenprozente. Ist damit also hier vom Aromafracht eine der stärkeren. Und dann zur Abrundung gibt es noch einen 20-Jährigen und dann meine ich, gab es einen 25-Jährigen und einen 30-Jährigen aus der alten Serie. Und bevor ich es vergesse, es gab mal in so einer blau-weißen Schachtel, glaube ich, war das. Nur über den Travel Value gab es den, damals hieß es noch Duty Free, gab es einen 10-Jährigen. Mittlerweile sicherlich ein Sammlerstück. So, das sind also nun die vergleichsweise normalen Benriach. Und dann gibt es die rauchigen Benriach, die ich jetzt hier hingestellt habe. Und zwar den Benriach 10 Jahre Curiositas. Das ist einer der, ja, der gängigsten, der interessantesten, rauchigsten und preislich für noch brauchbarsten. Da steht hier unten drunter immer Peated Malt. Das unterscheidet also jetzt diese Etiketten, die hier oben dann praktisch Alter stehen haben oder so, von diesen hier, die dann oben ihren Namen stehen haben, Curiositas und darunter dann Peated Malt. Dann den Septim Decim, 17-Jährigen, reichlich krummes Alter. Und einen 21-Jährigen Authenticus. Und von diesem Authenticus gab es zuerst einen 25-Jährigen, der für gutes, also für geringes Geld zu haben war. Und das war der Geheimtipp und Leute haben ihn gekauft wie verrückt. Mittlerweile ist er aus, jetzt kam ein 21-Jähriger nach. Bin mir nicht so sicher, wie lange es den jetzt noch geben wird. So, das ist die Standard-Range. Zu den Rauchigen sollte man vielleicht noch den Bernie Moss mit dazu geben, weil dieser Bernie Moss ist eigentlich der rauchigste unter diesen Single Malt Whiskys und benannt nach einem Moor, einem Moss in der Nähe der Brennerei. So, darüber hinaus gibt es nun eine Vielzahl an nachgereiften Single Malt Whiskys, wie diesen Pedro Jimenez, 15 Jahre alt, einer meiner ja, Top-Flaschen. Und hier gibt es also jetzt Madeira, Tawny Port, wie gesagt, diesen Pedro Jimenez, ein Dark Rum, ein Sauternes, ein Moscatel. Und die sind dann alle immer wieder vergriffen. Und dann sagen sie, oh, schade, traurig, vergriffen. Und dann bumstig kommt der nächste, wieder irgendein anderes Fass, Madeira oder so. Und einer der tollen war darunter auch der Solstice Sonnenwende. Das war ein Port, ein rauchiger Portwood Finish. Ging gut, höhere Prozentzahl. Und damit kommen wir jetzt auch zu diesen anderen Flaschen. Hier drüben, da haben wir zum Beispiel 1990er, ein Tawny Port Finish. Das ist jetzt ein Einzelfass meines Wissens. Lass uns mal drauf schauen. Ja, genau. Die Fassnummer 2596, Bottle 142 von 624, 1990. Dann hier, das ist diese Flasche. Dann hier ein 93er American Oak Finish. Da haben wir also Refill-Fässer gehabt und die ordentlich nochmal nachgereift in frischen amerikanischer Weißeiche. Dann noch ein Pedro Jimenez von 1999 und dann geht es auch zurück zu den ganz alten. Hier zum Beispiel ein 1976er, der ja preislich schon in einer ganz anderen Liga spielt. Ja, davon gibt es nicht mehr wirklich viel. So, dann gibt es zwei Sortimente, von denen ich hier die Verpackung habe. Das eine heißt The Classic Speyside und das andere The Classic and Peated.
nicht so zu sehen, dass diese Flaschen hier drin sind und die Flaschen da drin sind. Das ist wild gemischt, da gibt es was Doppeltes und so. Schauen Sie bei uns im Shopsystem nach, was in welchem dieser Sortimente drin ist. Wenn ich empfehlen soll, womit sollen Sie anfangen? Sicherlich ein guter Griff ist der 16-Jährige, der 12-Jährige Sherryfass und der 10-Jährige Curiositas. Und wer es sich leisten kann, immer gerne ein Authenticus, einen alten, weil der Rauch dort von der Komplexität hin, ja, oder sagen wir mal, vom Rauch hin zur Komplexität geht. Und natürlich dann Einzelfässer. Da habe ich also noch von keinem schlechten gehört. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.